Hallo und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Hier können wir anscheinend fischen, aber das ist mir egal. Wir treffen uns jetzt mit Hose, denn der hat ganz krasse Sachen bei den Braithwaites ausgehackt, wie scheint. Und danach werden wir uns wohl mit den Dutch nochmal auseinandersetzen müssen. Was genau, weiß ich nicht, aber eventuell schon die letzte Mission für dieses Kapitel. Keine Ahnung, ich gehe auch stark davon aus, wir werden bald wohl oder übel ja wieder umziehen, weil... Wenn wir beide Familien ausnehmen, also wir haben ja von den Braithwaites schon Pferde geklaut. Ich denke, jetzt geht's gegen die Grays. Irgendwann kommt's natürlich raus und das ist vielleicht nicht so cool. Hi. Oh, guck mal, what the hell, Junge? Hier ist ein Typ, Alter. Was ist das für ein Typ, Mann? Ja, was ist das? Nee, jetzt, ist das weg. Na gut, wenn es jetzt weg ist, ist mir das egal, dann bin ich wieder weg, tschüss. Ah, dann hat es geschossen, dann gehe ich mal lieber, das ist gefährlich. Schießen ist nicht gut. Ist, ja, böse, böse. Ich bin gespannt, was so sehr so einen Plan hat. Ich kann mir noch nicht so wirklich... Nee, ich kann mir auch nichts vorstellen, was der für einen Plan haben könnte. Wir haben Werbung für die gemacht und was will er noch, weißt du? Kein Plan, Alter. Aber wir werden es gleich erfahren. Und ich bin, wenn das ähnlich wird wie gerade bei den Grays oder für die Grays, er läuft es ja, ne? Hui! Mal so bremsen, ne? Was ist der? Ich kann doch auch. Wie mache ich das denn nochmal? Hoppala. Hey, wie kann ich denn nochmal hier so... Ich kann auch seitlich laufen, ich habe ja... Ach, dann nicht. Ich hab doch maximale Verbundenheit mit meinem Pferd. War das irgendwie so? Ach, keine Ahnung, Mann. Ist ja wurscht, wie das geht. Wenn mich jetzt erstmal aufhalten, ich würde sagen, yo, meine Partner sind hier oder so. I have a meeting with Mrs. Braithwaite. Erstmal schön hinkacken. Already here. All right, that's enough. Move along now. Okay. Oh, mein Pferd hat da hingeschissen, finden die geil. Lassen Sie mich direkt mal vorbei, ne? Das finde ich gut. Ach, am Arsch, als ob ich jetzt die Kurve laufe. Ich laufe einfach mitten durch. Da. Na dann. Hose. Wo ist denn Hose? Ah, please come in, sir. Ja, mach ich doch. Oh, der war sehr nobel aus. This way, sir. A gentleman to see you, ma'am. So, your friend, the other liquor vendor. Hello. Hello, ma'am. Arthur, welcome. We're just playing cribbage. Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite. Nice to see you again. Apparently. So this one, he is big and as dumb as he looks? Well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think, well, he's not quite that dumb. So these are the boys going to Callagher Hall? Yes, we can take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. Oh, we've got money, Mr. Matthews. Paper, bonds, metal. She ain't gonna pay you with a certified check, you Yankee numbskull. Ain't childbirth just the most beautiful miracle? Oh, Arthur. Seems a lady can birth monkeys, after all. All right. Then schauen wir mal, was soll ich jetzt machen? Nope. Doch, lass ihn doch fahren, Mann. Immer muss ich. Ach nee. We don't have time for this. All right, let's get this over with. What are you doing? See, I said I should drive. You was quiet in there. Took everything I had. That son of a horse.
I'll shove that silver spoon down his throat and pull it clean out of his arse. The smug fucker. Okay. So what's she got us doing at the Grays' place? She wants us to torture tobacco fields. Said they ain't had rain in weeks round here. What? Yep, using that back there. The moonshine? Burns faster than kerosene, that stuff. Said it'd be fitting, she did. All I'm thinking is how about I try fitting my boot up your hook nose, you snotty old bitch. Jose really picked the right feller for tea at the manor, didn't he? Ah, he was giving his usual flannin. One of these families got gold stashed somewhere, he reckons. I mean, I'm all for sticking it to rich folks. I hate rich folks. There really better be some bloody money at the end of all this. Jose knows what he's doing. Does he, though? The master finagler of nothing. Easy, easy. So far, we've destroyed the Braithwaite still, tried to sell the shine back to them. Now we're on this fool's errand, which I'm very much looking forward to, by the way. They were saying old man Gray's double security after that business at the saloon. We just robbed their horses, too. That was you? Jesus. So, we're just gonna drive on in there, is that it? Don't worry, I got a plan. Wagons go in and out of there all the time with supplies, equipment, payroll. Especially now they're taking on all that extra muscle. We're making a delivery. That's all. Just leave it to me. I can talk a dog off a meat wagon. All right, then. Okay. Wir lassen ihn einfach reden. Das wird bestimmt super, weil alle verstehen ihn auch. Oh, what the fuck. Kleinen Moment. So, weiter geht's. Ich hatte gerade ein mega krasses Brummen. Auf den Öhrchen. Yep. Ich weiß nicht, ob das auch eine Aufnahme ist. Aber ich glaube nicht. Ich hoffe. Keine Ahnung. Nee, dürfte aber nicht, aber das ist irgendwas vom Mischpult gewesen. Muss ich mal kurz checken, weißt du? Ja, kaputt machen. So, können wir den... Ey, Vogel, weg da. Frechheit. Also, der Plan sieht so aus. Wir fahren rein, wir fahren raus. Ich weiß nicht genau, wann wir in der Zeit was anzünden sollen, aber okay. Wird schon. Vielleicht mit Timer oder so. Keine Ahnung. Sprengt sich selbst in die Luft. Man weiß es nicht. Und ich weiß noch gar nicht, wie... Oh, das, okay, da hinten werden wohl die Tabakfelder sein. Hold up a second. Are you not worried about them Grays, English? Excuse me? You not worried about them Grays? In what sense? Well, they knows you. Yeah, maybe you're right. You know what? Here, I'll go hiding back. If you can act naturally and stop us from getting into a fight before we're ready. I will try. Yes. Try and do an impression of a human being. I'm not going to go that far. Okay, dann verstecken wir uns. Das ist natürlich auch geil, ne? Wir können jetzt einfach hier so... Nun hoch, ich möchte da durchgucken. Okay, wir gucken da durch. Psst. We're here. Stay out of sight. I'll do the talking. Hey, hold it right there. Okay. What you want, boy? There was a thing, a thing, at the saloon. What you talking about? Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual driver. You want a bottle, friend? Here. Have a wee drop. Man sieht zum Glück die Waffe da nicht durchgucken. I mean, sehr gut. No harm. I've come from Donegal, in Ireland. You don't say? Yeah. They said you'd understand some kind of incident at the saloon in town. I was told to bring this up here. Ask no questions, I'll tell you no lies. Sort of business. Before the officials got there, okay, they said. Okay. Drive this way. I'll show you how to get there. Oh, thank you, friend. Have a drink, Sean. Okay. Hamish.
Good to meet you, Hamish. fine bit of country you've got here. Not as fine as Connemara, but fine nonetheless. My people come from Scotland. Is that right? Then you and I are nearly brothers. Just over here. Yeah, straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah, and they said they was looking for more drivers in town. I jumped at the chance. I ain't never been a feller to kick a bit of honest work out of bed. So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. Bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Disgusting. Oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half of it. Just in there. Right there. Wenn die nur wüssten. Wenn die nur wüssten. You can unload it here. In here? Oh, the horse is like a swift one, do they? Excuse me? Nothing. It's grand. quite a place you boys have got here. Reminds me of one of them big houses out in Donegal. Real fancy places they was, Hamish. Real fancy. Best natürlich leise. Got all the money. Ist ja schon nicht so verkehrt. Ich geduckt jetzt, mich geduckt. Man, shite, yeah? Und zack, bam, bam. So läuft das, ist lautlos. You can hold up in here till it gets dark. Und schnell weg mit ihm. Damit er doch keiner sieht, das wäre blöd, ne? How you getting on? Good. Nearly got these things ready. Okay. There's plenty of guards out there. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. We coat everything in moonshine, and then we light things up with these little fellas here. Thankfully, it ain't rained. And that old barn over there should go up like a torch. How many of these boys you think you need? They should do it. Let's head out the back. Look, once they get wind of us, there'll be no turning back, so move quickly. Of course. I'm rebel stock, boy. I was born burning down manor houses. We'll burn quietly. That's auch gut. Okay, wo muss ich denn überhaupt hin? Keine Ahnung, Alter. Someone coming on the left. Ja, dann halt doch die Schnauze, Alter. Okay. Oh, hey. Well, I thought the wagon already arrived. This one didn't. Strange. So, oops. What you got there? Tools, payroll. Okay. Drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure. See you later. You hear that? Payroll. Yeah. Let's get this job done first, okay? I'll take care of this fella. Okay, mach das mal. Come on. You douse the fields. I'll meet you at the barn. Okay. Try to stay out of trouble. Naja, noch bin ich ja nicht da, wo ich tränken soll, deswegen erst ab hier. Ist das schon so ein Check? Okay. That's good for here. Ja, ganz ehrlich, das Ding müsste sowieso brennen wie Scheiße. Ja, natürlich. Das sind Pflanzen. Wenn es trocken ist. Wird schon gut brennen, denke ich mal. Okay, das Problem ist, wie komme ich da jetzt rüber, ohne gesehen zu werden?
Penner guckt auch voll in meine Richtung, ne? Oh, er geht. Oh, okay, das ist natürlich nice. Schnell, 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 schnell. So. Okay, das ist die Menge an Schwarzgebrannten, die ich habe. Das ist jetzt nicht so viel. Aber es sollte wohl reichen, um auszukommen am Ende. Hoffe ich. Okay. Shit, hier ist ein Weg, ne? Okay, wir bleiben mal ganz kurz hier zwischen. So, er ist weg. So, und weiter trinken. Hier können wir uns nicht so gut verstecken. Die sind leider nicht so hoch, die Tabakpflänzchen. Da hinten sind ein paar höhere, aber naja, gut. Hey. Nimmt auch nicht mal was, ne? Okay, den Rest kann ich aber selbst saufen, oder was? Aber bleibt noch was übrig, sehe ich. Okay, wo sind die? Das Problem ist, ich sehe sie halt nicht. Oh shit. Fuck. Okay, jetzt habe ich maybe kleines Problem. Ah, nicht ganz so klug, eventuell. Kann ich nochmal rüber huschen? Ja, ne? Und dann gehe ich wieder zurück, weil ich glaube, die sind besser miteinander verbunden, die Dinger. Und dafür muss der natürlich sich mal verpieseln. Macht er auch. Sehr schön. Schnell rüber, 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 rüber. Sehr gut. So, mal gucken, ob die miteinander verbunden sind. Das wäre ziemlich nice. Ach, leck mich doch am Arsch, sind sie nicht. Oh, fuck. Natürlich sind die da nicht so hoch, ne? Okay. Der wird sich da gleich wieder umdrehen, der Typ, ne? Gehe ich mal von aus. So, und die letzten paar Tröpfchen hierfür. Und dann nichts hier weg. Okay. Soll ich das Ding mitnehmen oder kann ich das loslassen? Steht ein Typ. Warum steht da ein Typ? Okay, der ist Sean. Okay, ich hab's einfach losgelassen, auch gut. Nice. Give this a quick dousing as well. Achso, das macht er, alles klar, nice. Außer Pulle raus, Junge, läuft. Think she'll go, Arthur? Light her up! Ja, aber mit was denn? Achso. Okay. I'll give you four stars. Bye bye, motherfuckers. Oh. Would you look at that? Yeah. Now let's burn those bloody fields to the ground. Okay. We'll hold this lot up. You get those fields properly going. You pay. Ooh, it's burn. Oh Gott, ich brenne. Scheiße. Ich kann das weiter nicht schaffen. Ah, ich bin die Bäsche, ich bin tot. Bin ich tot? Wie mache ich das aus? Schalte mich mal eben gegen. Ich bin tot. Alter, what the fuck, Mann? Das ist so dumm. Die ganze Zeit schmeißt er es hoch. Da? Nee. Da nicht. Nee, nee. Da müssen wir auf den Boden scheißen. Da müssen wir. Nee, geht nicht. Spasti, ey. Also wirklich. Mann. Und schmeißt er das nicht auch einfach hoch? Nee, jetzt schmeißt er natürlich nach unten. Ach, ey, unglaublich.
Zack, jetzt hier auf einmal was. Guck mal, jetzt sind die Tabakpflanzen drin. Waren die gerade auch schon drin? Nee. I don't think so. Oh ne. Schießen bringt nicht so viel. Ja, ja, ich mach's. Zack, ja. Would you look at that? Haha, let's go light yourselves a fat cigar. Zack. Wir burn alles down, Junge, ich sag's dir. Alles wird brennen. Alles. Okay, das ist anscheinend nicht. Ey! Wo sind die denn? Da. Oh. Warte kurz. Ich seh ja nicht, wo die Wachen sind. Ich kann sie nicht ausschalten. Ich weiß nicht, wo die sind. So, vielleicht ist er tot. Oh, scheiße. Okay, sollte mal ganz kurz weg. Ich versteck mich mal eben hier. Zack. 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 Werde schon irgendwie jemanden getötet haben, hoffe ich. Das Geile ist, er sagt jetzt mir nach, ich weiß nicht. Wo bist du denn? Junge, es brennt hier alles. Das merkst du schon, wo ist der denn hin, der Typ? Ich guck mal kurz auf der Karte. Der wird mir gar nicht markiert, Alter. Ach, hier ist Sean. Warum ist Sean denn da? Ah, weiß auch niemand. Oh, dann geh ich halt zu Sean, meine Fresse, ey. Ah, tschüss. Ach, jetzt bist du da, oder was? Ich verarsch ihn. Warte kurz. So. So. Wird wohl gereicht haben. Ja, oder auch nicht? Oh, warte mal ganz kurz, ey. Reicht mir jetzt. Warum reicht denn das nicht? Was soll denn das für ein Scheiß, Alter? Hier. Das wird wohl gereicht haben. So, können wir jetzt. Oh mein Gott, ey. So, Sean Bonnie, jetzt komm. Hab ich den? Ich glaub, den hab ich. Oh, den hab ich auch. Komm. Achso. Wir müssen da lang, alles klar. Könntest du eventuell. Alter, kannst du mal. Was? Der hat irgendwas von Nutten erzählt? Okay, ja. I like. Oh shit, ich brenne. Oh nö, nee, jetzt bin ich schon wieder tot. Ach Mann, das ist doch scheiße, Alter. Dieses Werfen, Alter. Wie hab ich das gemacht? Ich lebe noch. Ich sollte nicht mit Feuer spielen. Kann ich mich bitte verstecken? Ah, danke. Oh, ein bisschen Gesundheit. Oi, oi, oi. Alter, was macht Sean denn da vorne jetzt? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist total dumm, dass wir hier rumlatschen, ey, ohne Spaß, ne? Ich wäre einfach weggerannt, scheiße auf Pferde.
There it is! Maybe they haven't unloaded that cash yet! Oh, it's tot. Alright, come on, we'll take those horses. Well, let's see if the payroll is actually in there. Hurry up. Achso. Ja, mach doch. Dann mach das. Fährt los. Hey, but let's go. So, Sean, mach hinne. Sean? Oh, okay, ciao. Jeder für sich selbst, ne? Ich hab das nicht. Achso, er hat es einfach so losgemacht. Alles klar. Natürlich, wir rennen hier einfach durch das brennende Feld. Ist gar kein Problem. Ah, ich werde einfach hier drüber springen, kein Problem. Ah, das war ja super Plan. Jesus, ja, aber er hat funktioniert. Oder so. You call that a party? That Braithwaite had got our money's worth, Arlie. Let's just get out of here first. Eieiei. Das war aber jetzt hier actionreich, du. Aber es hat einigermaßen gut funktioniert, würde ich sagen, ne? I think we lost them. That we did. Quite a night. Sure. Interesting little fight Dutch has put us into the middle of here. I hope him and Jose are right and that there's some money at the end of it. Well, what now? Head on back to camp. You coming? Sure. So. Dann gehen wir nämlich, glaube ich, zusammen zurück und das wird alles übersprungen, was natürlich ganz gut ist. Dann muss ich den Weg nicht zurücklegen und ich möchte tatsächlich sogar zurück ins Lager, um mit Dutchy, Boichi, Moisi, Hoisi, Kloisi zu reden. Und deswegen müssen wir zurück. Ja. Mensch, welch ein feuriger Abend. Sehr schön. Und ich habe ein neues Pferd, das ist auch toll. Here we are. Home sweet home. You let Jose know how we got on. So, und tschüss. Und so mein Pferd irgendwie eifersüchtig. Das wollen wir nicht. Ich bedanke mich aber bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge. Dann werden wir irgendwas anderes machen. Tschüss. Ich hoffe, das hat jeder verstanden. Ciao.